Thank you.
genau passiert? Also heute Morgen gegen 6 Uhr ist eine Person ins Wasser gestürzt im Bereich Athabasca-Höft. Die Feuerwehr und die Polizeikräfte haben die Suche eingeleitet auf der Elbe und sind immer noch tätig bis in den Bereich Wedel runter, weil wir ablaufend Wasser haben. Das war aber sehr spät, oder die Feuerwehr erst alarmiert worden ist, wenn der um 6 Uhr ins Wasser gefallen ist? Dazu kann ich nicht sagen, wie die Meldung übermittelt worden ist. Was für Kräfte haben Sie hier im Einsatz? Also wir haben die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr im Einsatz. Wir haben 2 Löschboote im Einsatz, wir haben Polizeikräfte im Einsatz und wir haben Kräfte der aus den Bereichen Stadion Penneberg im Einsatz. Jetzt ist das 2 Stunden her. Wie groß sind die Chancen, wenn man in die Elbe fällt? Also die Chancen sinken stetig und ich sag mal, die Wassertemperatur ist so, dass die Überlebenschancen relativ gering sind. Danke Ihnen auch. Ja, Vorname?